Hallo, wir von Bessel hoffen, dass Sie die Predigt mächtig segnet. Lassen Sie es uns wissen. Ich werde ein paar Minuten brauchen, um dazu zu kommen, aber schlagen Sie bitte in Ihren Bibeln Psalm 103 auf. Es ist jetzt etwa 3 Wochen her, dass mir beim Lesen von diesem Psalm ein bestimmter Vers ins Auge gestochen ist. Also habe ich begonnen, ihn zu studieren. Ich werde ihn Ihnen gleich vorlesen, aber ich habe, glaube ich, 54 verschiedene Übersetzungen zu diesem einen Vers nachgeschlagen, weil er mir so viel gegeben hat. Ich weiß nicht, ob Ihnen das auch so geht, dass Sie lesen und der Heilige Geist einen Vers, einen Satz, ein Kapitel hervorzuheben scheint. Das war meine Erfahrung. Also habe ich den Vers markiert. Ich habe ihn in eine Seite in meinem iPad geschrieben und angefangen, über diesen Vers zu schreiben und mir andere Verse dazu anzusehen. Er hat mit Verlangen zu tun. Das ist kein neues Thema für mich, für uns. Eins der wichtigsten Bücher, die ich je geschrieben habe und das mich begeistert, nun, ich begeistere mich für alle von Ihnen. Aber das Buch Träume mit Gott ist in gewisser Weise vielleicht das am meisten unterschätzte Buch. Es verbindet die Menschen mit der Kapazität, in einer Weise zu träumen, dass es ihnen illustriert. Gott hat uns die Fähigkeit gegeben, zu verlangen. Es ist eine gottgegebene Fähigkeit. Wir wissen, dass sie pervertiert wurde, verzerrt wurde und das Verlangen nach falschen Dingen ist weit verbreitet. Das ist mir klar. Aber die Kapazität ist trotzdem da. Und es ist trotzdem ein Teil des göttlichen Designs. Und es ist durch das göttliche Design, dass wir so funktionieren, wie wir geschaffen wurden. Durch das er mit uns zusammenarbeitet, um zu illustrieren, wer er ist und wie er ist. Es sind die erfüllten Wünsche seiner Kinder, die helfen, das Wesen Gottes in der Welt zu manifestieren und zu illustrieren. Es ist tatsächlich Ihre Verantwortung, Gebetserhörungen zu haben. Ich weiß, der gängige Gedanke lautet, Gott ist der, der erhört. Ja, aber er hat uns gesagt, was er erhören wird. Es ist also unsere Verantwortung, so lange vor ihm zu bleiben, bis der von ihm garantierte Durchbruch in unserem Leben stattfindet. Manchmal erhört er Gebete umgehend und schnell und manchmal muss er an uns arbeiten, um uns für die Erhörung vorzubereiten. Es gibt also eine verzögerte Gebetserhörung, weil er das Gefäß des Charakters in unserem Leben baut, damit die Erhörung uns nicht zerstört. Aber seine Bereitschaft, Verlangen zu erfüllen, ist extrem. Sie ist so extrem, dass Jesus im Johannesevangelium in den Kapiteln 14, 15 und 16, diesen 3 Kapiteln, 4-mal zu seinen Jüngern sagt, betet, was ihr wollt, und es wird euch gegeben werden. Für gewöhnlich sagen wir als Pastoren, wenn wir dazu lehren, nun, was er sagen wollte, war, tatsächlich hat er gesagt, was er sagen wollte. Was er sagen wollte, war, dass wenn wir für Dinge beten, die seinem Willen entsprechen, dann wird er sie erhören. Das ist selbstverständlich. Ich glaube fest daran. Aber das Problem ist, dass wir damit eine beinahe roboterhafte oder computerprogrammierte Herangehensweise an Gebet einschlagen, dass wenn ich bestimmte Dinge rezitiere, er genau das erhört, was er von Anfang an tun wollte. Statt uns in eine Beziehungsreise hineinziehen zu lassen, bei der mein Verlangen das Ergebnis meiner Beziehung zu ihm ist und mein Verständnis seines Wesens in seinem Bund manifestiert. Er sehnt sich danach, Dinge für uns zu erhören, die uns nützen, aber auch ihn manifestieren. Ich will ein paar Stellen aus Johannes zitieren, um ein wenig Kontext für Psalm 103 zu schaffen. Hier ist ein Vers, den ich in den letzten paar Monaten oft zitiert habe. Johannes 15, 7. Wenn ihr in mir bleibt, das ist das Leben in der gefühlten Realisation seiner Gegenwart, und meine Worte in euch bleiben. Das ist das bewusste Annehmen von allem, was er in ihr Leben gesprochen hat. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Er gibt uns die Erlaubnis, Verlangen zu haben. In dem Kontext, mit seiner Gegenwart verbunden zu bleiben und alles zu schätzen, was er zu uns sagt.
In diesem Kontext, wenn ich das Wort Verlangen noch einmal zur Illustration benutzen darf, wird Verlangen aus unserer Beziehung mit Gott geboren. Und es sind diese Dinge, die ihn in eine zusammenarbeitende Rolle mit der Menschheit ziehen. Und das war von Anfang an ihr Design. In Sprüche 13,12 heißt es, hingehaltene Hoffnung macht das Herz krank. Erfülltes Verlangen ist ein Lebensbaum. Erfülltes Verlangen, erfüllte Wünsche, erfüllte Träume ist ein Lebensbaum. Was ist ein Lebensbaum? Ein Lebensbaum ist in der Schrift das, was sie prägt oder hilft, ihre ewige Bestimmung zu definieren. Erfülltes Verlangen ist ein Teil ihrer ewigen Bestimmung. Er versucht nicht, eine Schar von Egoisten aufzubauen, die Gott manipulieren, um zu bekommen, was sie wollen. Aber das Problem ist, dass Menschen als Reaktion auf diesen potenziellen Fehler das Recht zu träumen aufgeben und das Jüngerschaft nennen. Es herrscht eine solche Furcht, es falsch zu machen, dass wir nicht das Risiko eingehen, es richtig zu machen. Und es gibt bestimmte Dinge, die einfach nicht auf der Erde geschehen werden, es sei denn, jemand träumt. Es gibt bestimmte Sehnsüchte im Herzen der Menschheit, die nicht gestillt werden können, es sei denn, es gibt jemanden, der den Traum träumt und damit vor Gott kommen wird, um von ihm benutzt zu werden, um diese bestimmte Sache zu tun. Sind Sie okay? In Johannes 16,24 sagt Jesus, bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet und ihr werdet empfangen. Und hier ist der Ausdruck, auf den ich hinaus will, damit eure Freude völlig sei. Freude ist kein einfaches Hihi-Haha. Freude ist ein so unbezahlbares Gut im Himmel, dass Jesus, als er sich dem Kreuz gegenüber sah, der furchtbarsten Erfahrung in der gesamten Menschheitsgeschichte, nicht nur das körperliche Leiden, sondern das Tragen der Last jeder Sünde eines jeden Menschen, Vergangenheit und Zukunft. In diesem Moment trug er sie als ein Opfer für den Vater, um selbst zum Opfer zu werden und die Kraft dieser Sünde zu brechen. Er erduldete das Kreuz, weil auf der anderen Seite davon diese Sache wartete, die der Vater dorthin gelegt hatte, diese Sache namens Freude. Er erduldete das Kreuz um der vor ihm liegenden Freude willen. Dieses Gut des Himmels, dieses Element der Freude des Himmels, ist so grundlegend, dass Jesus bereit war, all das zu erdulden, um es zu erlangen. Und dann bringt Jesus uns in seine Reise hinein und sagt, bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Dieses Wort völlig bedeutet auch exzessiv, mehr als genug. Das ist ein Teil ihrer ewigen Bestimmung, Lebensbaum. Mit weniger als dem zu leben, nur mit christlicher Routine zu leben. Ich mag Disziplin, verstehen Sie mich nicht falsch. Ich mag christliche Disziplin. Es ist ein wichtiger Teil meines Lebens. Aber Leben kommt von Leidenschaft, von Opfer, von Eifer, von Risiko. Es kommt von diesen Elementen des Glaubens, die einen solchen Durchbruch in Bereichen unseres Lebens auslösen, wie wir ihn noch nie zuvor erlebt haben. Und so zieht er uns hier in dieses Bewusstsein hinein, warum wir auf dem Planeten sind. Ich bin nicht nur auf dem Planeten, um zu arbeiten, ein paar Leute zu ermutigen, gelegentlich meinen Glauben zu teilen und dann heimzugehen. Wir sind hier, um die Träume Gottes zu träumen und zu erleben, wie Dinge auf der Erde geschehen, die niemand je zuvor gesehen hat. Psalm 103, Vers 1. Lobe den Herrn, meine Seele. Es ist wichtig zu erkennen, dass David seiner Seele, seinen Emotionen, seinem Willen, seinem Verstand befohlen hat, den Herrn zu preisen. Ich fühle mich einfach nicht danach. Nun, darum befehlen sie ihrer Seele, in Form zu kommen. Nun, ich will nichts tun, wonach ich mich nicht fühle. Das macht mich zum Heuchler. Nein, Sie sind ein Heuchler, wenn Sie nur tun, wonach Sie sich fühlen. Wir sind Gläubige, nicht Fühlende. Wir können jetzt nach Hause gehen. Ich fühle mich besser.
Machen wir weiter. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Benny und ich saßen Tag für Tag auf der Bettkante und zitierten diesen Vers. Wir saßen da und haben gedankt. Wenn Sie ein Gast sind, verzeihen Sie mir, dass ich Sie in eine Familiengeschichte hineinziehe. Aber meine Frau ist letzten Juli gestorben. Das ist jetzt fast ein Jahr her. Wir saßen auf der Bettkante und sagten, Vater, wir danken dir. Du vergibst all unsere Sünden und heilst all unsere Gebrechen. Sie sagen, aber Bill, sie ist gestorben. Ja, aber das ändert nichts daran, wer er ist. Meine Erfahrungen ändern nichts daran, wer er ist und was er gesagt hat. Wir versuchen, unseren Lebensstil auf den Standard dessen anzuheben, was er gesagt hat. Nicht das, was er gesagt hat, auf unseren Lebensstil zu reduzieren, damit wir uns wohl in unserer Haut fühlen. Mir geht es nicht darum, mich wohl in meiner Haut zu fühlen, sondern darum, am Ende des Tages zu wissen, ich habe getan, was er gesagt hat. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Hat jemand hier schon mal irgendeine seiner Wohltaten vergessen? Ja, das lohnt sich nicht. Aber ja, habe ich. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir all deine Sünde vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Vers 5 ist der Vers, über den ich sprechen möchte. Der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Mir gefällt die Luther-Übersetzung. Aber die Übersetzung von diesem speziellen Vers hier gefällt mir nicht. Ich habe Vers 5 in, ich glaube, es waren 54 Übersetzungen nachgeschlagen, um zu sehen, wie er im Laufe der Geschichte üblicherweise übersetzt wurde. Und das Wort Mund kommt in diesem Vers nicht vor. Er sagt nicht, er gibt dir eine gute Mahlzeit, damit du wieder zu Kräften kommst. Nein, er sättigt dein Leben mit Guten, damit sich deine Jugend erneuert wie bei einem Adler. Ich erinnere mich nicht mehr, wie viele Male ich in der Schrift diesen Ausdruck gefunden habe, deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Es war ein paar Mal. Wir wissen zum Beispiel, dass es in Jesaja heißt, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Das macht für mich Sinn, auf Gott zu harren, Zeit im Gebet, in der Anbetung zu verbringen, sich von seinem Wort zu nähern. Das stärkt mich. Das ist tiefgreifend, das macht Sinn. Aber das hier ist anders. Er sagte, er sättigt dein Leben mit Guten, sodass sich deine Jugend erneuert wie bei einem Adler. Ich erinnere mich nicht mehr an die ganze Geschichte. Ich werde nicht alle Details richtig wiedergeben können, aber den grundlegenden Teil der Geschichte schon. Adler, ich glaube, wenn sie 50 Jahre alt werden oder so, fangen sie an, sich zu mausern. Es gibt noch einen anderen Namen dafür, aber sie rupfen sich alle Federn aus. Sie schlagen ihren Schnabel gegen einen Felsen, bis er bricht. Mit ihren Krallen machen sie dasselbe. Sie brechen sie auf. Ich habe letzte Nacht von einem Freund erfahren, dass nur einer von drei diesen Prozess überlebt, weil sie nicht länger fliegen können, um sich Nahrung zu suchen. Sie müssen von anderen Adlern versorgt werden, die diese Mauserzeit bereits hinter sich haben. Sie können also nicht mehr fliegen. Sie sind zerschlagen, gebrochen, ohne Federn, ohne Schnabel, ohne Krallen. Und bei diesem Prozess, wenn sie von anderen Adlern gefüttert werden, wachsen ihnen wieder Federn, der Schnabel wächst, die Krallen wachsen. Ihre Kraft wird tatsächlich zu einem Grad erneuert, dass sie stärker sind als vor der Mauser. Sie können höher fliegen, sie können so viel mehr erreichen, als sie es vor der Mauser je konnten. Wenn er also sagt, ihr gewinnt neue Kraft wie die Adler, dann sagt er damit, ich bereite dich darauf vor, in eine Dimension von Stärke einzutreten, die du nie gekannt hast. Selbst an deinem besten Tag könntest du nicht das erreichen, was du durch die Erneuerung deiner Kraft erreichen kannst. Und wie macht er das? Wir wissen, dass das Warten auf den Herrn ein Teil davon ist, aber das hier ist anders. Er sagte, er wird Gutes in dein Leben bringen. Ich will das auf keinen Fall auf materiellen Segen reduzieren. Aber er ist mit eingeschlossen. Es wäre töricht, diese Realität zu ignorieren. Es kann zum Beispiel sein, dass Sie an einen Freund denken, mit dem Sie schon lange nicht mehr gesprochen haben.
Das letzte Mal, als sie mit ihm gesprochen haben, war sein Leben eine Katastrophe. Und er ruft sie an. Hey, ich weiß, dass du für mich gebetet hast. Danke dafür. Ich habe Christus mein Leben gegeben. Alles ist anders. Meine Ehe wird wieder gesund. Meinen Kindern geht es gut. Und dieses Gute kann dieser Telefonanruf gewesen sein, bei dem sie an dem Durchbruch eines Freundes teilhaben und erleben durften, was Gott in seinem Leben tut. Es kann sein, dass jemand sie zum Kaffee einlädt und sie sich die Zeit ohne den Druck eines vollen Terminkalenders nehmen können. Und sie verbringen Zeit mit ihrem Freund, der ihnen über die Jahre so viel bedeutet hat. Das Gute, das Gott für sie bereitgestellt hat, mag dieses einstündige Kaffeetrinken gewesen sein. Es könnte sein, dass sie diesen Wunsch hatten. Vielleicht haben sie sogar noch nie jemandem davon erzählt. Aber dieses Verlangen nach einem Mont Blanc Füllfederhalter. Und plötzlich aus dem Nirgendwo kommt jemand auf sie zu und sagt, hey, ich habe hier einen Füller, ich habe ihn nie benutzt. Heute ist mir dein Name in den Sinn gekommen. Hier ist also dieses geheime Verlangen, von dem niemand weiß. Und sie erhalten dieses Geschenk. Was ist das? Nun, es ist ein Füller. Aber es ist weit mehr als das. Es ist Gutes. Und wenn sie dankbar bleiben und realisieren, das ist ein Teil von Gottes Gaben an mich, um meine Kraft zu erneuern, dann passiert etwas in ihrem inneren Menschen, wodurch sie neue Kraft gewinnen, wie ein Adler. Materialismus macht diese ganze Sache billig. Er macht sie billig, weil er die Kapazität zum Träumen zerstört, weil er vor seiner Bestimmung Halt macht. Materielle Dinge greifen zu kurz. Aber wenn diese materiellen Dinge, dieser Füllfederhalter, ihn von einem Vater zeugt, der geheimes Verlangen sieht, dann ist dieser Füllfederhalter plötzlich 1000-mal größer als ein Füllfederhalter. Warum? Weil er ihnen sagt, wie er ist. Er sagt ihnen, dass er das Verlangen, die Gedanken, die Absichten ihres Herzens sieht. Ich erinnere mich, wie ich vor Jahren als junger Mann draußen am Whiskeytown Lake gesessen habe. Ich war dort draußen mit meiner Bibel und betete. Es war ein schöner, warmer Tag und ich saß nicht an der Seeseite, sondern an den kleinen Teichen auf der anderen Seite der Schnellstraße bei den riesigen Felsen, falls sie schon mal dort waren. Ich saß da und las in meiner Bibel und freute mich einfach an Gott. Und nach einer Weile entdeckte ich diese kleinen Blaubarsche, die unter mir im Teich herumschwammen. Und mir kam die Idee, sie zu quälen. Ich sammelte kleine Kieselsteine auf und warf sie ins Wasser. Sie kamen hoch, fraßen sie und spuckten sie wieder aus. Ich hatte Spaß. Es war alles zur Ehre Gottes. Und während ich dort saß und mit den Fischen spielte, kam mir der Gedanke in den Sinn, ich frage mich, wenn ein Blaubarsch eine Biene fressen würde, weil Bienen Stacheln haben. Ich mache keine Witze. Sobald mir dieser Gedanke in den Sinn kam, flog eine Biene direkt vor mich, fiel aus der Luft, direkt ins Wasser, drehte sich auf der Oberfläche und ein Fisch kam hoch und fraß sie und ich machte nur. Er kennt die Gedanken, die Absichten, das Verlangen unseres Herzens. Und da war etwas an diesem unbezahlbaren Moment, das mich geprägt hat. Es war keine Gebetserhörung. Das wäre ein dummes Gebet gewesen. Warum sollte ich meine Gebetsenergie darauf verschwenden, den Tod von Bienen herbeizubeten? Aber er hat mir illustriert, wie er als Vater ist. Ich war vor langer Zeit hier Mitarbeiter, als mein Vater hier Pastor war. Ich erinnere mich, dass in der Gemeinde Hilfe bei einigen Dingen gebraucht wurde. Also habe ich mich einfach freiwillig gemeldet. Ich wollte nie vor Menschen sprechen. Ich wollte nie schreiben. Ich habe nicht gerne gelesen. Ich mochte nichts davon. Aber ich liebte Jesus und ich wollte einfach nur alles tun, was er sagte. Und so kam ich in meiner Hingabe an den Herrn an den Punkt, an dem ich jeden Traum und jedes Verlangen, das ich je hatte, einfach abtötete. Ich legte alles zu Jesu Füßen. Es war mir egal, ob ich je etwas besitzen würde. Es war mir völlig gleich. Alles, was ich am Ende des Tages wissen wollte, war, habe ich Gott gehorcht? Habe ich getan,
was er gesagt hat. Das war die Leidenschaft meines Lebens. Ich erinnere mich, dass die Gemeinde einen Sonntagsschullehrer für die 13- bis 15-Jährigen brauchte, also meldete ich mich freiwillig. Ich erinnere mich, dass wir einen Buchladen brauchten. Den Buchladen, den wir heute noch haben, habe ich vor ungefähr 40 Jahren gegründet. Ich habe keine Ahnung von Geschäft, aber ich weiß, wie man Bücher kauft. Also habe ich einfach Bücher gekauft und Musik und solche Dinge. Ich habe mich einfach immer als Freiwilliger gemeldet. Und es ist irgendwie lustig, wenn Sie mich kennen, macht das ein wenig mehr Sinn. Aber am Ende hatte ich 8 Aufgabenbereiche und 6 davon waren administrativ. Was einfach göttlicher Humor ist. Aber der Schlüssel für mich war, dass ich einfach nur dem Herrn folgen wollte. Also habe ich mich freiwillig gemeldet. Ich habe mich nicht für Dinge gemeldet, für die ich meiner Meinung nach eine Begabung hatte, sondern für die Dinge, wo es eine Not gab. Wenn Sie nur dort mitarbeiten, wo Sie sich für begabt halten, überschätzen Sie Ihre Fähigkeit, Ihr Talent zu erkennen. Was passiert ist, dass Sie in Positionen gesetzt werden, in denen Sie herausfinden, was Sie nicht können, wofür Sie keine Begabung haben, aber Sie entdecken auch Wünsche und Dinge entwickeln sich in Ihnen, von denen Sie nie wussten, dass Sie sie haben. Aber das wird erst passieren, wenn Sie sich selbst in eine Position der Verantwortung stellen. Ich habe bereits am Anfang des Gottesdienstes einen Witz erzählt. Also lassen Sie mich einfach noch eins draufsetzen, einfach nur, um konsistent zu sein. Ich erinnere mich, als Benny und ich frisch verheiratet waren, hatte ich mein Geburtstagsgeld und ich glaube auch mein Weihnachtsgeld gespart, um mir ein Jagdgewehr zu kaufen. Das ist der Absturz, das Jagdgewehr. Ich wollte also unbedingt ein Jagdgewehr kaufen. Ich hatte mein Geburtstagsgeld gespart und hatte endlich genug, um es zu kaufen. Aber wir hatten ein paar Rechnungen, die dringend bezahlt werden mussten. Das machen wir normalerweise nicht mit unserem Geburtstagsgeld, aber ich hatte wirklich den starken Eindruck vom Herrn, ich kann das Gewehr nicht kaufen, ich muss die Rechnung bezahlen. Ich weiß nicht mehr, ob ich Benny überhaupt davon erzählt habe, aber ich habe mich um die Rechnung gekümmert. Ich glaube, es war gleich der nächste Sonntag, nachdem ich mein Geburtstagsgeld, mein Gewehrgeld losgeworden bin, dass eines unserer langjährigen Gemeindemitglieder aus der Zeit, als mein Vater hier Pastor war, sein Name war Havedan. Er war so ein wunderbarer Mann. Es gab eine Zeit, als er auf 60 Personen im Raum deuten konnte, die er persönlich zu Christus geführt hatte. Er war einfach ein wunderbarer, wunderbarer Mann voller Liebe zu Jesus. Und er mochte mich sehr. Ich hatte einfach eine Menge Gunst in seinen Augen. Er kam, wann immer ich eine Bibelstunde für Erwachsene machte, und er war immer eine solche Ermutigung für mich. Er kam und sagte mindestens einmal, Bill, sei einfach nur du selbst. Weil Sie, insbesondere wenn Sie ganz am Anfang stehen, ich bin die denkbar schlechteste Imitation von Mario Murillo. Ich konnte selbst an meinem besten Tag nicht mit Jack Hayfords Vokabular mithalten. All meine Helden, ich habe unbewusst versucht, wie sie zu sein. Und er kam und ermutigte mich, machte mir Komplimente und dann sagte er immer, Bill, sei einfach nur du selbst. Das hat mir sehr geholfen. Er kam eines Sonntagabends zu mir und ich glaube, es war der Sonntag direkt, nachdem ich die Rechnung bezahlt hatte. Er kam auf unserem alten Bischelli Campus auf mich zu und fragte, Bill, brauchst du ein Gewehr? Ja. Ja, das tue ich. Er sagte, komm heute Abend nach dem Gottesdienst zu mir nach Hause. Also ging ich zu ihm nach Hause und er gab mir diese Winchester Pre-64 3030 Unterhebelrepetierer mit Visier. Einfach dieses klassische Gewehr. Und er schenkte es mir. Er erzählte mir, dass er und seine Frau jahrelang zusammen Rehe gejagt haben und er schenkte mir eines seiner Gewehre und das wurde mein Geschenk. Ein paar Jahre später brach jemand in Weaverville in unser Haus ein, wo ich 4 oder 5 Gewehre hinten in meinem Schrank hatte. Ich weiß nicht, was es mit Gewehren auf sich hat. Sie ziehen tatsächlich andere Gewehre an. Es ist ein Wunder. Sie stellen sie einfach in den Schrank und siehe da, da sind 3 weitere. Ich weiß nicht, wie das passiert. Es ist ein Wunder, ja. Jemand ist also in unser Haus eingebrochen und hat alle Gewehre gestohlen, bis auf das von meinem Freund Harvey. Sie waren alle an derselben Stelle. Es ist, als ob der Herr sagte, nicht einmal der Fresser kann das prophetische Geschenk stehlen, das deine Kraft erneuern soll, wie die des Adlers. Nicht einmal der Fresser kann diese Lektion in deinem Leben entwenden, die ständige Erinnerung, so bin ich. Unser Leben sollte mit Erfahrung und manchmal sogar mit Besitz gefüllt sein. Es kann sein, dass Sie diesen Kindheitstraum hatten, ein bestimmtes Auto zu besitzen, und Sie sind in der Lage, das zu tun.
Und es ist mehr für sie als nur ein schönes, glänzendes, rotes Auto. Es spricht zu ihnen von einem Kindheitstraum. Da ist etwas, das im Leben des Gläubigen über unseren Vater aktiviert wird. Unseren Vater, der selbst auf die subtilsten Gedanken und Absichten und Träume unseres Herzens achtet. Er wird niemals ein Verlangen unterstützen, das illegitim ist, das meine Bestimmung für mein Leben untergräbt. Er behält sich das Recht vor, jedes meiner Gebete abzulehnen, das meine Bestimmung untergräbt. Aber er sucht nach den Dingen, die ich in meinen Bitten vor ihn bringe, die helfen, was zu tun? Meine Kraft zu erneuern wie die des Adlers und seine Natur auf der Erde zu offenbaren. Ich komme immer wieder auf dieses Thema zurück. Es ist jetzt schon ziemlich lange her, vielleicht 15, 18 Jahre, seit ich Träume mit Gott geschrieben habe. Aber ich komme immer wieder auf dieses Thema zurück. Und es gibt bestimmte Umgebungen, wenn ich bei Shean in der Harvest Rock Gemeinde in Pasadena bin, ich weiß nicht, wie oft ich dort über dieses Thema gesprochen habe. Jedes Mal, wenn ich mit kreativen Menschen zusammen bin, kann ich spüren, wie es in meinem Herzen hochsprudelt. Und ich spüre es wieder bei ihnen. Es geht nicht unbedingt darum, dass sie als Maler, Schauspieler oder Sänger kreativ sind. Kreativität ist in jedem Lebensbereich notwendig, damit wir ihn authentisch und gut repräsentieren. Es ist wunderschön mit anzusehen, wenn der Buchhalter, der Anwalt, der Verkäufer im Supermarkt unkonventionell denkt, damit sie in allem, was sie tun, frisch und erfrischend und stärkend für andere Menschen sein können. Dafür sind wir designed. Und ich glaube, dass Gott diese Kapazität in der Gemeinde wiederherstellt. Was mich angeht, weiß ich, dass ich alles niedergelegt habe, um dem Herrn zu folgen und solche Angst hatte, es wieder aufzunehmen. In Markus 10, habe ich mit Ihnen über Markus 10 gesprochen oder war das im Twinview-Gottesdienst? Twinview, in Ordnung. Es verschmilzt alles miteinander. Beim nächsten Gottesdienst werde ich es auf der Reihe haben. Ich möchte nur, dass Sie wissen, dass ich es gut machen werde. Entweder das oder ich werde in der ersten Reihe ein Nickerchen machen. Eins von beiden. Ich bin gestern Abend erst aus Amsterdam zurückgekommen. Dort passiert Großartiges. Und Israel, die Bethel Music Tour, hat so viel Spaß gemacht. Das war so ein Geschenk. Wie auch immer, ich wollte etwas sagen und ich weiß, dass es wichtig war. Markus 10. Danke. Markus 10. Nicht reden. Ich hab's. Bringen Sie mich nicht durcheinander. In Markus 10 gibt es diese wirklich extreme Stelle, in der Jesus über die Schwierigkeiten spricht, die Reiche haben, in das Königreich zu kommen. Das ist ein harter Kommentar. Und Petrus sagt, wir haben alles verlassen, um dir zu folgen. Und Jesus sagt, das ist richtig. Ich werde das Hundertfache von dem, was ihr verlassen habt, in euer Leben zurückgeben. Ich weiß nicht, wie ich das anders illustrieren soll. Tun wir einfach so, als wäre das mein Portemonnaie und als wäre es voller Geld. Das ist es nicht. Es ist mein Handy. Aber es ist, als würde ich sagen, Jesus, ich habe alles verlassen, um dir zu folgen. Ich weiß, dass das hier mein Leben zerstören kann. Also hier, ich gebe es dir. Und er würde sagen, das ist richtig, das könnte dich umbringen. Hier, bitte, jetzt ist es zurück in deinem Leben, 100-mal größer als zuvor. Weil du es niedergelegt hast, um mir zu folgen, gebe ich es dir zurück, damit du es, während du mir folgst, korrekt nutzen kannst. Materielle Dinge sind nicht das Problem. Es ist das Herz, das sie über die Beziehung zu ihm stellt, über unsere Wertschätzung von Menschen. Es ging nie um Geld. Es ging immer um das Herz. Es gibt so viele Spekulationen darüber, wie viel Geld zu viel ist. Ich werde das den Ökonomen überlassen. Aber wie viel Geld ist zu viel für einen Gläubigen? Welcher Betrag auch immer Vertrauen ersetzt. Für eine Person sind es 1.000, für andere 1 Million Euro. Der Betrag ist nicht die Frage. Die Frage lautet, wem widme ich mein Leben? Wofür will ich leben? Wie viel von Gottes Ressourcen braucht es in meinem Leben, um mein Bedürfnis zu entfernen, ihm zu vertrauen? Die Zunahme von Verwaltung soll das Vertrauen zunehmen lassen. Das war ein besserer Punkt als Ihre Reaktion. Aber das ist okay. Ich habe mittlerweile so gut wie aufgegeben. Er sagt also, hingehaltene Hoffnung macht das Herz krank, erfülltes Verlangen ist ein Lebensbaum. Er sagt,
Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Hier sagt er, dass er Gutes in ihr Leben bringen wird, um ihre Kraft zu erneuern, wie bei einem Adler. Es kann ein Moment sein, es kann eine Beziehung sein, es kann etwas Materielles sein, es kann eine persönliche Errungenschaft oder ein Traum sein, den sie haben. Aber der Punkt ist, dass er das ihrem Leben hinzufügt. Und wenn sie ihrer Bestimmung verbunden bleiben und dankbar bleiben, wird das, was in ihr Leben gegeben wurde, dieser Mont Blanc-Füller, dazu dienen, eine Stärke aufzubauen, sodass ihre Jugend erneuert wird wie bei einem Adler. Ich glaube, wir werden erleben, dass Menschen im höchsten Alter eine Energie, eine Salbung und eine Einsicht haben, die weit über das hinausgehen, was wir bei 20- und 30-Jährigen sehen. Ich glaube wirklich, dass wir immer mehr davon sehen werden. Das Phänomen von Menschen, die ihre besten Jahre hinter sich haben sollten, ohne dass das bei ihnen der Fall ist. Und es wird teilweise auf das hier zurückzuführen sein. Chris beansprucht das für sich. Ich habe das eigentlich alles für ihn gesagt. Alles davon. Nur damit sie mit mir für Chris beten können. Ich finde es faszinierend, was der Herr alles benutzt, um in uns Menschen Stärke aufzubauen. Diesen Anruf, den Füller, die Beförderung, was es auch sein mag. Der Punkt ist, dass er ständig Stärke in uns aufbaut, weil er uns sieht, weil er uns kennt. Und er arbeitet darauf hin, um in uns ein Gefühl des Vertrauens in seine Identität als Vater zu bauen. Das ist mein Gebet. Das ist mein Gebet für Sie, das ist mein Gebet für mich, dass wir unsere Kapazität zu träumen steigern. Dass Verlangen wirklich geheiligt werden, dass sie gesund, heilig und verantwortungsvoll sind. Bitte stehen Sie auf. Ich werde für Sie beten und dann an Rich übergeben. Lassen Sie mich mit diesem Vers aus Markus Kapitel 11 abschließen. Markus Kapitel 11. Alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, und es wird euch werden. Gehen Sie diesen Vers mit mir durch. Alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, und es wird euch werden. Wenn ich mir Zeit nehme, um zu beten, habe ich oft ein Blatt Papier und einen Stift dabei, weil mir Ideen kommen, von denen ich früher dachte, dass das der Feind ist, der mich ablenken will. Aber was es wirklich ist, ist, alles, um was ihr auch betet und bittet. In der Gebetszeit werden bestimmte Dinge an die Oberfläche kommen, die ich mir aufschreibe. Nicht als eine Einmischung in meine Gebetszeit, sondern als Teil meines Zusammenarbeitens und Träumens mit Gott. Ich erinnere mich an Charlie Harper, als ich vor 40 Jahren oben in der Mountain Chapel in Weaverville zu diesem Konzept gelehrt habe. Und eines Tages während der Lobpreiszeit entstand in seinem Kopf dieses Bild von einer Urlaubsreise mit seiner Familie. Und was er normalerweise für eine Invasion seiner Anbetungszeit, eine Ablenkung durch den Feind gehalten hätte, erkannte er als die Gelegenheit, mit Gott zusammenzuarbeiten. Gott nimmt diese zärtlichen Momente und beginnt Ideen und Gedanken, Pläne und Einsichten einzuwerfen. Und Charlie schrieb es auf und hatte den wunderbarsten Urlaub mit seiner Familie. Der Punkt ist, was auch immer Sie sich wünschen, wird Sie beten. Kommen Sie voller Hingabe zu ihm, aber halten Sie sich dann bereit, weil er im Begriff ist, das zu formen, was Sie sich wünschen und erträumen. Sie können diesen Momenten in der Gegenwart mit dem vertrauen, wonach Sie verlangen. Und so erkläre ich gerade jetzt, dass der Herr in uns die Kapazität für Träume erweckt, die Kapazität für Verlangen, das über das Natürliche hinausgeht, das wirklich übernatürlich ist. Und Herr, dass du uns benutzt, um die Sehnsüchte, die Begierden der Menschheit um uns herum zu stillen. Ich bete dies in Jesu wunderbarem Namen. Für manche Menschen besteht ihr ganzes Verlangen heute nur darin, den heutigen Tag ohne den Missbrauch durch den Mann des Hauses zu überleben.
Für manche Menschen besteht ihr ganzes Verlangen heute nur darin, tatsächlich eine Mahlzeit zu haben. Es ist so tragisch, dass es so viele Menschen gibt, deren Kapazität zu träumen auf reines Überleben reduziert worden ist. Und der Herr möchte die Gemeinde über das Überleben hinaus zu echtem Leben erwecken. Und so wird es gemacht. Amen. Lassen Sie mich noch eine Frage stellen, bevor ich übergebe. Ich weiß, dass eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass heute Menschen hier und online sind, die keine persönliche Beziehung zu Jesus haben. Und das ist wirklich der Grund, warum wir hier sind. Also möchten wir jedem die Gelegenheit geben, Jesus als Herrn, als Retter kennenzulernen und zu erfahren, was es heißt, vergeben zu sein und in seine Familie aufgenommen zu werden. Falls sich jemand hier oder online in dieser Position befindet, wenn Sie sagen, Bill, ich will nicht abschalten, bis ich Frieden mit Gott gefunden habe. Wenn Sie das sind, dann möchte ich Sie bitten, sich zu melden. Einige unserer Freunde werden für Sie beten. Bitte heben Sie Ihre Hand oder schreiben Sie uns einen Kommentar. Ich möchte Sie nicht übersehen. An jeden online, wir wollen Sie nicht übersehen. Jede Woche haben wir Menschen, die online zu Christus kommen. Schreiben Sie uns einfach einen Kommentar, dass Sie Christus annehmen. Einer unserer Pastoren wird für Sie beten. In Ordnung. Danke, Jesus.